sie aufhalten. Stufe sie als Bedrohung ein. Irgendwas. Yep. Das geht schon viel zu lange. Ich hab's kapiert, Mary. Schon die ersten verdammten 100 Mal. Wenn so wäre, wären wir nicht hier, oder? Was ist denn los? Was? Verschwörung? Und wieso sehe ich dunkler aus? Hey, Ray, kannst du den Scheiß löschen? Ja, aber diesmal wird es nicht ganz so einfach. Das Arschloch hat dich zum Bundesproblem erklärt. Willkommen im Club, amigo. Ja, das wollte er von Anfang an, oder? Uns als Schreckgespenst hinstellen, das Silicon Valley terrorisiert. Dushan verspricht Sicherheit mit CTOS und dem Satelliten-Backbone und bam, sofort sind alle mit dabei. Ja, jetzt hat Bloom Zugriff auf all die gesammelten Daten und füttert Bellwether damit. Shit, damit ist ihr Netz sogar noch enger als das der NSA. Mann, ich wette, die NSA wird sehr bald mit Bloom ins Bett steigen wollen. Die NSA wird anderen Unternehmen raten, für Bloom die Beine breit zu machen. Ah, ich muss was machen, ich kann hier nicht rumsitzen. Ach, niemals! Das ist genau das, was Dushan will. Abgesehen davon hast du schon echte Schwerstarbeit geleistet. Zeit, dir ein wenig unter die Arme zu greifen. Okay. Okay, ihr geht da raus, Leute. Ich sorge für die Logistik. Dann packen wir es an. Hey, du guckst mich schon wieder so an. Alles okay? Markus steckt in ernsten Schwierigkeiten. Ja, ich will ihm hier helfen. Ich bin ja nicht der Böse, Sitara. Kapiert. Okay? Aber wir benutzen uns nicht, wie Primate und Silicon Valley. Bei euch alles gut da drüben? Ja, alles cool. Ja, alles gut. Was kann ich machen? Hilf du, Marcus. Verdammt richtig. Jo, hallo Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu der letzten Folge von Watch Dogs 2. Wir machen weiter. In der letzten Folge haben wir aufgehört, kurz vor der Endmission. Diese Mission jetzt hier ist die letzte in der Hauptstory von Watch Dogs 2. Ich bin gespannt, wie krass sie sein wird, was passieren wird, wie die Story sich beendet. Das ist Andrew Novak, Dushans Assistent. Arme Sau. Er hat geheime Firmendaten für seine große Liebe geklaut. Mary Catskill. Die CEO? Dumme Sau. Ich hacke seinen Laptop, nutze seine Backdoor aus und hole uns von Blooms privatem Cluster den Code, den wir brauchen. Aber dafür muss ich mir zuerst die Beine vertreten. Jetzt muss ich mit Citerra spielen? Ist ja geil. Ist ja cool. Yo, Marcus. Spiel mal was Schönes für mich. Hacke dich ins Apartment von Dushans Assistant. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich muss ja mal kurz mal ein bisschen gucken, hier was überhaupt abgeht. Und wie ich am besten vorgehen sollte. Ey, die Aussicht ist krass. Wenn wir da mal hoch könnten, auf diesem Hochhaus, das wäre schon geil. Und wenn wir jetzt hier hochgehen, ist noch krasser. Ich muss einen Weg darauf finden, um den lokalen CTOS-Router zu unterbrechen. Durch das Mann, das sieht schon geil aus, ne? Sieht schon verdammt geil aus, wenn man hier so guckt. So, die Weitsicht und so, schon cool. Ist auf jeden Fall 10-mal besser als wie in Final Fantasy. So, Leute, wir gehen hier hoch. Wir haben nämlich eine Mission. Oh, hardcore schwer hier schon wieder. Verdammt. Und da läuft die Zeit. Für den geil. Eigenen Schutz ist Bloom kein Aufwand zu groß. Oh, shit. Muss ich mich beeilen ja auch noch. Wo ist denn das Zwischenstück hier, verdammt? Oh nein, hier können wir es vergessen. Scheiße, das schaffe ich doch nicht. Ich bin doch völlig falsch gelaufen jetzt. Ich muss von hier drüben irgendwie nochmal was kriegen.
Ja toll, der geht auch nicht, weil ich den hier erst machen muss, Mann. Ich bin völlig falsch. Und den habe ich auch nicht. Es ist so geil, Leute. Aber den haben wir gleich. Vielleicht, wenn wir hier hinten das Ding haben. Nein! Das kriegen wir aber nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Ein bisschen haben wir noch. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Los. Den haben wir auch. Sehr schön. Den haben wir auch. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt haben. Hier ist noch einer, glaube ich. Den haben wir. Los, jetzt haben wir es. Komm. Mann, du sollst hier hoch, verdammt. Oh, Alter, aber ganz knapp. Ganz knapp. Na, bitte. Hoho, das war knapp, Alter. So. Fremdzugriff entdeckt. Und ich bin drin. Wenn er es rauskriegt, kann ich den Job vergessen. Das ist dein geringstes Problem, Schatz. Dushan wird deine Familie aufspüren und sie auch feuern lassen. Er steht da auf die Auge-um-Auge-Nummer. Scheiße, das hilft mir nicht. Andrew, meine Tür ist immer offen, das weißt du. Ich will nicht ewig Assistent bleiben, Mary. Nein, Schatz, nicht als mein Assistent. Du hast Dushan betrogen. Für dich! Die Rechts- und Personalabteilung würde dich nie einstellen. Der Prozess wäre nur eine Frage der Zeit. Fuck! Wovon reden wir dann überhaupt? Arme Sau, würde ich sagen. Schön verarscht. Tja, so sind Frauen. Ich hab den Zugangscode. Wrench, du bist. Okay, jetzt zocken wir mit Wrench. Ist ja geil. Zocken wir alle mal durch jetzt hier. Wrenchy! Ja, Ladebildschirm erstmal wieder. So. Wie fändest du es, Blooms Backup-Datenfarm zu suchen und zu schrotten? Du kannst so viel kaputt machen, wie du willst. Das Ding hier zieht viel zu viel Strom, Hombre. Echt jetzt? Und es liegt vor Blooms Haustür. Also lass die Muskeln spielen. Zerstör die Backup-Server, sonst starten sie einfach eine frühere Version der Daten, die wir löschen wollen. Muss bloß überleben, das ist das Problem. Es wurde Verstärkung gerufen, nein! Oh fuck. Oh shit. Viele Gegner kommen dann hier noch, verdammt! Oh, komm schon, Digga. Versteck dich. Kurz heilen. Oh shit, Leute. Das ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. Jetzt kommen immer mehr Gegner, verdammt. Nein, ich bin tot. Ernsthaft jetzt? Ach, komm. Also nochmal. Oh Mann. Ey, ganz ehrlich, wie soll ich das denn machen? Ich hab mich jetzt so. Ich finde, man stirbt zu schnell in dem Spiel. Man ist zu schnell außer Gefecht. Ich meine, im echten Leben wäre es natürlich auch so. Aber auf manchen Gegnern musst du so oft draufhalten, ja, die sterben einfach nicht und du selber stirbst mit zwei Schüssen. Das ist ein bisschen blöd. Wie fändest du es, Blooms Backup-Datenfarm zu suchen und zu schrotten? Du kannst so viel kaputt machen, wie du willst. Das Ding hier zieht viel zu viel Strom, Hombre. Ja, das Blöde ist halt. Also lass dass die ich hier Muskeln rein muss. Spielen. Zerstör die Backup-Server, sonst starten sie einfach eine frühere Version der Daten, die wir löschen wollen. Ich habe einen Zielbeschreibung. Bereit für Übermittlung. Komm, 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 komm. Er muss halt auch rennen. Wenn er nicht rennt, dann wird's natürlich auch nix. Wo bist du?
Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, ich sterbe bestimmt jetzt. Jetzt sterbe ich bestimmt. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Oh, fuck. Das war's doch schon wieder hier. Ich mach schon. Halt du die Augen offen. Haben wir noch eine andere Waffe? Ja, haben wir. Sehr schön. Mit der Waffe könnte es, glaube ich, gehen. Nein! Boah, das ist doch scheiße, Alter. Ich glaube, Leute, das ist echt das Beste, wenn ich einfach alles kaputt mache. Wenn ich irgendwie alles töte. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das so hinkriege. Weil dieser Granatwerfer einfach auch zu lange braucht. Und du jedes Mal diesen scheiß Ladebildschirm hier hast. Wie fändest du es, Blooms Backup-Datenfarm zu suchen und zu schrotten? Du kannst so viel kaputt machen, wie du willst. Das Ding, ganz ehrlich, es sind so viele Soldaten. Strom, und es liegt vor Blooms Haustür. Also lass die Muskeln spielen. Zerstör die Backup-Server, sonst starten sie einfach eine frühere Version der Daten, die wir löschen wollen. Ja. Versuche jetzt einfach alle irgendwie zu töten. Ich weiß zwar auch nicht, warum die mich schon wieder treffen. Oh Mann, Digga, Alter. Warum trifft man die nicht? Toll. Komm schon, heil dich verdammt jetzt. Ich muss alle töten hier. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Kommen ja neue Cops. Er ist down, sehr gut. Hier kommt jetzt wieder ein Fahrzeug. Ja, der da oben, der will einfach nicht sterben, Alter. Oh nein, jetzt sterbe ich, Mann, weil ich schon wieder hier so auf den Sack kriege, Alter. Doch scheiße, Alter. Es kommen auch immer mehr. Und den Typen da oben, den kriege ich einfach nicht down. Oh, scheiße, ich gehe doch drauf, Leute. Mann, ich komme da einfach mal nicht durch diesen scheiß Zaun hier. Was ist denn los jetzt hier? Diese Fahrzeuge stressen halt noch zusätzlich rein. Komm schon, jetzt müssten doch gleich mal alle tot sein hier. Oh, bitte nicht sterben! Bitte nicht sterben jetzt! Es ist bloß noch zwei Leute, wenn ich das richtig sehe. Oh, dass die einen immer so treffen, so übertrieben, ganz ehrlich. Und sterbt halt hier, verdammt, ist der letzte jetzt. Aber er stirbt nicht, es kommen immer wieder neue. Es kommen echt immer wieder neue. Oh,
So, jetzt lasst mich in Ruhe hier. Ich muss jetzt meinen Job machen, ey. Hoffentlich geht es jetzt auch. Bestimmt eh wieder nicht hier. Da unten ist schon wieder einer. Ich müsste mich jetzt irgendwo hier oben verstecken oder so. Kommen wir hier irgendwo hoch? Hier, kommen wir hoch. Wie man das wohl freischaltet? Ich mach schon. Halt du die Augen offen. Ich glaube, ich muss hier runter. Schwärmt aus. So, warte, hier drin nehme ich mal lieber eine andere Waffe. Hey, so. Marcus, findest du, der Raum hier ist klein? Mann, ich bin nicht da. Jep, ich finde ihn auch klein. So, Kohle haben wir jetzt. Alter. Komme ich hier jetzt hin? Hier kann ich jetzt fliehen oder was? Das könnte sein. Oh nein. Jetzt muss ich erstmal wieder hier hoch. Oh, wo muss ich denn da jetzt hin? Ach so, das ist... Ah, jetzt... Es war schon so geplant. Ich habe es einfach zu lange gebraucht. Hast du die Backup-Server? Mann, ich habe Blooms Kämmerchen entdeckt. Die Backup-Server und den Campus-Generator. Zum Glück habe ich genug dabei. Yeah. Yes. Marcus, ich kam. Ich da. Ich jagte in die Luft. Ich kann wieder. Josh, wie sieht's aus? Im Moment wandern 73 Marcus Holloways herum und wir spammen noch mehr. Ich drucke hier Unmengen Your-Me-Masken mit deinem Gesicht. Die CTOS-Gesichtserkennung wird komplett durchdrehen. Jetzt kannst du dich frei bewegen. Schön! Ey, war aber irgendwie echt schwer, ganz ehrlich, das auszuhalten, das war echt krass. Also, die machen halt einfach übertrieben viel Schaden, die Gegner. Da reichen ein paar Schüsse aus und schon ist Feierabend. Das kann oft in die Hose gehen. Und ging meistens auch in die Hose, ja. So ein Scheiß. Leute, gute Arbeit. Ich schicke euch den Zugangscode. Duschans Assistent weiß nicht, dass er gehackt wurde. Es wird alles nach Plan laufen. Wenn du am Airgap-Computer von Bloom bist, überträgst du alles über Handy und schickst die Infos zurück ans Mutterschiff. Viel Glück, Cowboy. Danke, Digga. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt müssen wir wieder krass hacken, glaube ich. Die Waffe stecken wir erstmal weg, damit die hier nicht schlecht peilen, dass wir was Böses vorhaben. Und wir böse sind. Ist natürlich wieder alles voller Homies hier. Und sobald ich reingehe, ist Feierabend. Entdecken die mich. Das ging ja da drinnen, ne? Betritt das Blumengebäude. Ja, ist doch scheiße, wenn mich hier jeder sieht schon wieder. Vielleicht sind die aber drin noch nicht feindlich gesinnt. Mal gucken. So, du betrittst Sperrgebiet. Get the game on lock like we changed the key. Was? Danny Brown. Wer? Mann, Banausen. So, behindere die Blumenkommunikation. Oh shit, Ray. Du musst sie unbedingt daran hindern, Duschan zu fahren. Hast du eine Idee? Ich hack die Campus-Router und ändere ihr Passwort. Das sperrt ihr WLAN für jeden anderen außer uns. Auf in den Kampf. Ich halte die Augen offen. Waren wir hier nicht schon mal? Jetzt mal ohne Scheiß.
Schnell ausschalten. So, den Typen müssen wir auch noch ausschalten. Natürlich, Digga! Ich hab so die Schnauze voll. Ich hab einfach so die Schnauze voll. Ohne Scheiß. Ey, das ist doch behindert, Mann. Es sieht einen immer jemand. Wenn ich vorher nach rechts geschaut hätte, wäre kein Gegner da gewesen. Das ist immer das Gleiche, Mann. Ganz ehrlich. Es ist wirklich immer das Gleiche. Ey, mich regt es so auf. Du wirst in dem Spiel immer entdeckt. Immer. Man kann nicht unentdeckt vorgehen. Und als Bestrafung, weil du so gut gespielt hast, kommt der Ladescreen. Das ist so geil. Oh, Mann. Oh shit, Ray. Du musst sie unbedingt daran hindern, Duschon zu fahren. Hast du eine Idee? Ich hack den Campus-Router und ändere ihr Passwort. Das sperrt ihr WLAN für jeden anderen außer uns. Auf in den Kampf. Ich halte die Augen offen. So, du Pilser, nochmal von vorne halt. Oder wir schalten jetzt mal den da oben aus. Ach komm, scheiß drauf. Wenn Marcus sich ab und an mal ein bisschen beeilen würde, würde das auch alles schneller funktionieren. Den müssen wir anders ausschalten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hoch. Komm, bevor... Ist auch so ein Wachtypi. Den holen wir uns, wenn er wieder zurückläuft. Und der läuft ja eigentlich immer zurück. Oh, wir verstecken uns einfach mal hinter einer Glaswand. Aber den können wir uns schon holen, wenn wir näher dran sind, glaube ich. Das geht auch. Obwohl er uns jetzt von da aus sehen könnte, das ist scheiße. Wenn der uns sieht, muss ich ihn direkt... Der sieht uns bestimmt jetzt. Komm schon, Digga. Was zur Hölle? Jetzt sieht mich bestimmt der von unten. Doch nicht, sehr gut. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den machen, weil wir haben jetzt hier unten auch noch welche. Das ist scheiße. Den können wir anlocken. Ich würde gerne die Plattform hacken. So, okay. Von wo denn schon wieder? So verdammt viele hier. So, der ist tot, glaube ich, ne? Keiner hier, verdammt. Na toll. Wir werden eine Zielbeschreibung senden. Sehr schön. Schwer Kacke, oder? Jetzt entdecken die uns schon wieder. Das ist doch scheiße. Auf den Boden! Ah! In Deckung! Das gibt's echt nicht. Wo bleibt die Verstärkung? Der sieht mich auch immer. Stirb, verdammt! Ja, endlich! Oh, Mann!
Echt egal, was du machst, du wirst immer entdeckt. So. Den haben wir. Jetzt müssen wir hier hinten noch hin. Ich weiß gar nicht, müssen wir irgendwie hier hoch oder so? Ah, ne, hier hinten. Mann. Mach die Butze auf. So, hier. Aktivier doch das Ding. Hä? Ah, jetzt. So, das haben wir sehr schön. Und jetzt haben wir da hinten noch eins. Da müssen wir wieder hoch, glaube ich. Finde den nächsten. Bin noch auf dem Weg, Digga. Schöne Küchen hier, muss man sagen. So, hier müssen wir rein. Das geht natürlich, weil wir den Zugangscode jetzt gefunden haben. So. Noch ein Router hinüber. Das war's, sie sind abgeschnitten. Genau wie du, Sean. Bei dir alles okay, Ray? Alles bestens. Mach dir keine Sorgen. Aber irgendwie hier runter. Such einfach einen Weg runter. Aber wo? Aber reden wir von Blums aktuellster Bedrohung. Hier? Ah. Hätten sie mich letztes Jahr um eine Risikoeinschätzung dieser Witzbolde gebeten, hätte ich gelacht. Jetzt sieht es anders aus. Oh, da oben ist ja noch einer. Und die Öffentlichkeit steht hinter ihnen. Viele unabhängige Leute helfen ihnen, indem sie ihre Prozessorleistung stärken und ihre Nachrichten verbreiten. Was als relativ harmlose Gruppe von Witzfiguren begann, ist jetzt eine Bewegung geworden. Man sieht sowas immer wieder. Aktivisten und Rebellen bekommen einen Sommer lang Zuspruch aus der Bevölkerung. Aber dann verlieren die Leute wieder das Interesse. Unser Problem? Diesmal ist es nicht so. Viele unserer Partner haben schwere Schläge dieser Hacker einstecken müssen. Sie verzeichnen einen Sieg nach dem anderen. Es scheint kein Ende in Sicht. Sie scheinen gegen große Unternehmen und gegen das Establishment zu operieren. Damit stehen unsere Unternehmen und unsere Produkte genau in ihrer Schusslinie. Sie werden uns angreifen. Und zwar bald. Und ein Großteil der Bevölkerung steht hinter ihnen. Wir müssen unsere Daten besonders stark sichern. Wir dürfen uns PR-technisch keine Fehler leisten, um ihnen nicht mehr Leute in die Arme zu treiben. Wir müssen wachsam sein. Wenn wir Glück haben, macht DadSec etwas, was die Öffentlichkeit gegen sie aufbringt. So würden sie ihre wichtigste Ressource verlieren. Unterstützung. Huh, Leute, die Mische ist schon nicht mehr ganz so einfach hier. Ich warte draußen mit dem Wagen. Bist du sicher? Ja, schwer angepisst, dass ich nicht drin bin bei dir, aber in Sicherheit. Ich weiß, Mann. Ich nähere mich dem Airgap-Computer. So, jetzt müssen wir wieder vorsichtig sein, denn wahrscheinlich sind hier echt wieder auch viele Gegner. Ich weiß nicht genau, ich denk's. Den müssen wir wieder hacken. Ist hier momentan nix? Da hoch müssen wir. Da geht eine Treppe hoch. Gucken wir mal. Okay, okay. Wie komme ich jetzt hoch? Geht hier nochmal was hoch? Ah, hier können wir schon mal hacken. Das ist schon mal gut. Und dann können wir hinten durch die Tür durch. So. Dann haben wir den Zugang geöffnet. Dann können wir wieder runter und können weitergehen. Hier, genau. So. Jetzt müssen wir aber irgendwie noch da hoch. Da geht... Ich wollte gerade sagen, da geht hier nochmal eine Treppe hoch, aber das ist ja gar keine richtige Treppe. Hier müssen wir hoch. Auch ein bisschen wachsam sein wegen Gegner. Ich hab die Sitze aufgewärmt. Ich wäre dann soweit. Ray, im Ernst, das hier müsstest du sehen. Mann, erzähl mir das nicht. Du brichst mir das Herz. Das Herz. So. Hauptcomputer. Jetzt kommen bestimmt wieder Gegner. Letztes Mal hat mich Duchon Nemec erwischt. Er ist nicht da, vertrau mir. Was eine verfluchte Schande ist. Ja. Ich klopfe trotzdem auf Holz. Etwas beunruhigend, dass hier keine Wachen sind.
Ich nutze Joshs Admin-Zertifikat, um ins Innerste zu kommen. Kriegt ihr was mit, Leute? Wir haben Zugriff zum Airgap-Computer. Er ist nicht mehr entkoppelt. Der Download ist gestartet. Das sind bestimmt so Deckungsdinger. Da kommen bestimmt gleich Gegner und ich muss mich dann zurückkämpfen. Alarm wegen eines möglichen Ziels in ihrer Nähe. Over. Wir haben einen Hack. Mit Sicherheit. Oder? Ja. Und sie sehen mich schon wieder? Scheiße, das hat ihm gar nicht gefallen. Pass auf dich auf, Amigo. Du hast es noch nicht geschafft. Ja, ich weiß. Ich kriege Besuch. Toll. Aber sie suchen nur nach mir. Hä, wo ging das jetzt denn hier raus? Ah, hier rum. Versuchen wir jetzt nochmal ein bisschen lautlos vorzugehen. Oh shit. Es wird nicht einfacher. Natürlich haben sie mich jetzt wieder gesehen. Ist wieder das gleiche hier. Wenn ich hinten die Tür zumache, wie können die dann auf mich schießen? Ganz ehrlich. Kommt ihr Pisser. Schön. Schön, schön, schön. Alle auf einen Schlag, Alter. Nice. Da gibt's Kohle. Naja, so viel auch nicht. So, haben wir jetzt schon alle? Es ist wieder so klar, dass du hier wieder flüchten musst, ne? Es kommt bestimmt gleich noch ein Endgegner hier. Olle Dushan oder so. Ich hoffe, dass jetzt keiner mehr kommt. Komm schon, komm schon, komm schon. Der kommt bestimmt jetzt noch was. Oben oder so. Irgendwas Krasses kommt jetzt noch. Ich bin beim Aufzug. Der Motor schnurrt. Zitara, wir kommen zurück, aber Ray und ich müssen noch woanders hin. Du bist wieder unsichtbar. Danke. Ich komme jetzt raus, Ray. Machen wir Schluss. Sieht. Oh shit! Ah. Tod, pass auf. Da muss ich alles von vorne machen. Jetzt pass auf, alles von vorne, pass auf jetzt. Das, ey, dann raste ich aus. Dann raste ich echt aus. Bei den Speicherstellen von Watch Dogs 2 könnte ich mir jetzt echt vorstellen, dass du jetzt alles von vorne machen musst. Das ist gar nicht so abwegig. Komm schon. Nee, Glück gehabt. Oder? Nee, Gott sei Dank. Es sind so verdammt viele. Alter, wie viel kommen denn da? Lol. Wie viele das einfach mal sind. Und die Öffentlichkeit steht hinter ihnen. Viele unabhängige Leute helfen ihnen, indem sie ihre Prozessorleistung stärken und ihre Nachrichten verbreiten. Was als relativ harmlose Gruppe von Witzfiguren begann, ist jetzt eine Bewegung geworden. Man sieht sowas immer wieder. Lauf doch mal, Mann. Der kann doch keine richtige Deckung nehmen hier. Einen Sieg nach dem anderen. Es scheint kein Ende in Sicht. Sie scheinen gegen große Unternehmen und gegen das
Establishment zu operieren. Damit stehen unsere Unternehmen und unsere Produkte genau in ihrer Schusslinie. Es müssen halt mehr Gegner kommen, Mann. Und zwar bald. Und ein Großteil der Bevölkerung steht hinter ihnen. Komm. Wir müssen unsere Daten besonders stark sichern. Wir dürfen uns PR-technisch keine Fehler leisten, um ihnen nicht mehr Leute in die Arme zu treiben. Wir müssen wachsam sein. Wenn wir Glück haben, macht DadSec etwas, was die Öffentlichkeit gegen sie hat. Komm halt her jetzt. So würden sie ihre wichtigste Ressource verlieren. Sehr gut. Unterstützung. Kommunikation abbrechen. Komm, 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 komm. Es sind ja gar nicht mehr so viel. Sehr gut. Daten sind sie. Sollte mich natürlich jetzt am besten nicht entdecken. Ja, ich bin ja dabei, Mann. Moment. Runter! Komm schon. Weiß nicht, warum der mich jetzt schon wieder sieht. Keine Ahnung. So, und jetzt nichts wie raus hier. Ich weiß gar nicht, wie das war. Ich glaube, hier hoch. Alter, warum kommen denn hier immer mehr? Verteilt euch! Durchsucht alles. Nee, 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 die sehen mich nicht, komm. Die sehen mich nicht. Ist auch keiner, oder? Ja, nice. Komm, schnell. Raus. Oh, wieder laden. Das ist eine lange Mission, das ist eine lange Mission hier, die letzte. Hoffentlich hängt er sich jetzt nicht auf, ey. Komm schon. So. Irgendwo in San Francisco. Was geht, Homie? Marcus? Ich muss zugeben, ich kapier nicht, wieso ihr herkommt, aber... Oh, halt. Halt, 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 halt. Das ist doch nicht irgend so ein Macho-Blödsinn, oder? Ach, würdest du uns dann aufhalten? Was, dich und Steinzeit Junior? Ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht, sogar besser als ein Weg. Steinzeit Junior hier ist... Ich kenne dieses Fossil. Ich war bis zu den Schultern in Ray Kennys Hirn. Hab seinen Code durchwühlt, aufgepäppelt und überschrieben. Aber eins muss ich dir lassen. Für einen Neandertaler wie dich war der Ansatz nicht schlecht. Chapeau, mein Freund. Ist nicht nötig, dass dir wegen mir gleich einer abgeht, Duschan. Das hier ist nicht unbedingt ein Rendezvous, weißt du. Es ist ja ein... Wie hast du gesagt? Einmal ficken, weiterschicken war der Ausdruck. Ja, das. Genau. Tja, dann. Ich schieb gern mal eine schnelle Nummer, aber... Warum seid ihr hier? Mann, das könnte echt wichtig sein. Lass mich dir was erzählen. Unsere Story. Hm? Alle deine Vergehen, es weiß jeder Bescheid. Verrat an der Öffentlichkeit, Manipulation des Aktienmarkts, die Lügen, der Betrug. Und scheiß Bellwether. Einfach alles. Du blöfst. Wer wird dran sein, wenn du dieses Mal abnimmst? Vielleicht Blum, die dich allein vor das Erschießungskommando schicken. Vielleicht dein Anwalt, der dir sagt, dass es keinen Ausweg gibt. Vielleicht auch nur ein Telefonverkäufer. Du solltest diesmal wirklich rangehen. Egal, wer es ist. Du hast das letzte Mal Leute verarscht.
Minuten. Sean Nemec, Sie sind verhaftet. Hände auf den Rücken. Finger verschränken. Sofort. Du, Sean Nemec, Sie haben das Recht zu schweigen. Cool. Endlich ist dieser Bastard verhaftet. So, jetzt gucken wir mal, was jetzt noch kommt hier. Das kann doch jetzt noch nicht das Ende sein. Eine Feier mit unseren Freunden? Komm, Digga. Es ist ein Schalter für eure Angst, die Angst vor dem anderen. Sie wollen euch isolieren. Man nennt das Teilen und Herrschen. Sie haben euch glauben lassen, ihr hättet genau das gewollt. Damit ihr unter Kontrolle bleibt und unwissend. Sie haben euch mit CTOS ausspioniert, um euer Verhalten vorauszusagen und euch zu manipulieren. Sie haben gelogen. Und wir haben euch versprochen, die Wahrheit zu zeigen. Wir haben euch eingeladen und ihr kamt. Ihr habt gemeinsam gesagt, uns lügt keiner mehr an. Uns macht keiner Angst. Uns bringt keiner zum Schweigen. Gute Arbeit. Danke. Okay. Bisschen lang, aber gut. Okay. Mal sehen, wie die Welt aussieht, wenn wir keine Angst haben, zusammenzuhalten. San Franciscos Hacktivistenzelle DedSec hat mutmaßlich den bisher größten Skandal von Silicon Valley aufgedeckt. Die Hackergruppe legte Beweise vor, dass Blooms technischer Direktor Dushan Nemec seinen Zugriff auf CTOS-Daten für eigene finanzielle und politische Zwecke missbraucht hat. Er wurde verhaftet und muss sich wegen mehrfachen Betrugs vor Gericht verantworten. Seine Konten wurden zwischenzeitlich eingefroren. Blooms PR-Sprecherin Charlotte Gardner gab an, dass die Firma schockiert sei, die Sache untersuchen wolle und mit den Behörden kooperiere. Die von DedSec vorgelegten Beweise könnten Nemec für lange Zeit hinter Gitter bringen. Watch Dogs 2. Ja, Leute, das war's mit Watch Dogs 2. Ich fand's auf jeden Fall nice. Ich bedanke mich an der Stelle schon mal bei allen, die immer zugeschaut haben. Es waren zwar nicht viel, leider Gottes, aber trotzdem fand ich, hat's dieses Let's Play Spaß gemacht. Und ich würde mich natürlich ein letztes Mal freuen, wenn ihr eine Bewertung dalassen würdet für Watch Dogs 2. Wenn ihr einen Daumen hoch geben könntet, das Video teilen, abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt und nichts verpassen wollt. Wäre auf jeden Fall sehr nett von euch. Mein kurzes Fazit zum Spiel. Ich muss sagen, Watch Dogs 2 ist gelungen. Vielleicht ein klitzekleines bisschen besser als der erste Teil. Die Autofahrten sind blöder als im ersten Teil. Und das Schießen ist auch blöder als im ersten Teil. Die gesamte Optik und die Möglichkeiten, die man hat, jemanden zu hacken, sind dagegen viel, viel größer. Also man hat wirklich viele Möglichkeiten, hier Sachen anzugehen. Und ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand's geil. Also, worauf ich mich natürlich am meisten gefreut habe bei Watch Dogs, ist das Online-Hacking, was ich wahrscheinlich noch machen werde. Ein wenig werde ich noch ein bisschen was bringen davon. Ihr könnt ja mal ein bisschen Feedback geben, ob ihr noch was sehen wollt von diesem Online-Hacking-Geschichten hier in Watch Dogs 2. Wäre auf jeden Fall nice, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt. Auch beim Selbstspielen hoffe ich, dass ihr viel, viel, viel Zeit investiert habt und viel, viel, viel Spaß hattet damit, um einfach die Welt von Watch Dogs 2 zu erkunden. Ich bedanke mich ein letztes Mal in Watch Dogs 2. Haut rein, Freunde. Einen schönen Tag wünsche ich noch. Bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Let's Play, bis zum nächsten Stream. Servus, euer Panne Schuh.